Und damit wieder willkommen zurück zu Let's Play Days Gone. Wir sind nach wie vor im Herausforderungsmodus und wir werden jetzt mal wieder eine Horden-Herausforderung machen. Wieder in Sicherheit, vernichtet die Horde so schnell wie möglich. Neben Herausforderungen haben wir Bolzenprofil, töte x Gegner mit der Armbrust, also Silber wäre dann, wären dann 30 Stück, weil die Bronzen habe ich bereits. Dann für in der Schussbahn Gold bräuchten wir 110 Kopfschüsse, da habe ich bis jetzt Silber. Und in Taspa habe ich ebenfalls Silber, dann eben für Gold 300 Gegner töten, ohne Schaden zu nehmen. Das ist auch eine 300er Horde, also quasi alle, oder einfach nee, keinen Schaden nehmen währenddessen. Dafür würde man halt Gold bekommen. Und unnötiges Risiko habe ich auf Bronze, dann für Silber halt töte 200 Gegner ohne Ausweichrollen zu benutzen. Dann nehme ich mal an, dass wir für Gold dann 300 töten müssen, also auch wieder alle quasi analog zu unantastbar. Und für den Bolzenprofi Gold sind dann glaube ich 50 mit der Armbrust. Schauen wir mal, welche wir da in Angriff nehmen. Wir werden es vermutlich sowieso ein paar Mal öfter spielen. Mein Highscore bis jetzt sind knappe 90.000. Dann 110.000 für Silber braucht man und 165.000 für Gold. Schauen wir einfach mal, wie das Ganze dann läuft. Ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein und schauen uns mal an, wie das Ganze dann läuft. Ich kann mich auch relativ gut an diese Herausforderung erinnern. Und diese Horde, die kennen wir auch schon, die haben wir im Hauptspiel auch gemacht. Das war die, ich weiß gar nicht mehr, wie das hier heißt. Aber wenn ihr mein Let's Play gesehen habt, dann wisst ihr ja, wir sind da währenddessen irgendwo von da gekommen. Hier sind wir quasi vorbeigefahren und dann mussten wir halt diese Horde da erledigen. So, da schauen wir jetzt mal, was haben wir uns so dabei. Okay, Splittergranate haben wir schon mal eine. So, da werden dann natürlich vor allem eben auch wieder die Nebenherausforderungen interessant. Haben die mich gefunden? Nee, die wissen nicht, wo es herkommt, aber da kommen jetzt ein paar. Okay. Oder lösen die sich gleich wieder auf? Na, jetzt gehen sie wieder zurück. Okay, da versuche ich jetzt erstmal quasi so viele wie möglich. Was haben wir hier noch? Ah, Traktor haben wir leider keinen. Fernlenkbombe. Ah, die klingt eigentlich auch ganz interessant. Da will ich jetzt nämlich einfach mal versuchen, möglichst viele zu erledigen. Ohne, dass die auf uns aufmerksam... Ah, fuck. Die können wir so gar nicht werfen. So, warte mal. Wenn ich da jetzt so den Stein hinwerfe... Ah, verdammt. Ah, fuck. Der war verschwendet. Und komm, dich auch noch. Ja, komm. Sterbt einfach alle. Guck mal. Da haben wir gleich mal zwei... zwei Stück bekommen. So. Und zack, komm. Okay, dann haben wir jetzt schon mehr als die Hälfte erledigt. Gut. So, das hat jetzt leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Was haben wir denn noch an Waffen? Armbrust haben wir noch. Wie sollen wir mit der Armbrust 50 erledigen? So, warte mal, da müssen wir jetzt hier natürlich auch ein bisschen aufschauen. Genau. Na, ist jetzt im Aktuellen noch zu wenig da, um... Ah, das war jetzt dämlich von mir, weil... Na, die treffen mich jetzt doch nicht. Ja, kommt mal alle her, genau. Na, gefühlt erholen wir uns wieder sehr, sehr langsam, nur... Ihr kommt sowieso wieder alle, oder? Genau, weil ich glaube, da hinten stand ja auch noch unser Bike irgendwo. So, okay, dann haben wir jetzt zwei schon mal auf Silber, sehr gut. Genau, das sind halt die mit den Verletzungen. Ich bräuchte mein Bike, dass wir uns mal kurz absetzen können. Steht denn das überhaupt? Da hinten irgendwo. Ah, ich glaube direkt beim LKW, oder? Habe ich damit überhaupt? Ja, 13 Stück. Okay.
genau, müssen wir ein bisschen aufschauen mit der Ausdauer. Komm. So, komm, lauf, lauf, lauf. Dann müssen wir gleich mal schauen, dass wir hier eventuell mal wieder den LKW zünden. Aber dafür sind es eigentlich mittlerweile nur noch zu wenige. Weil die sind nicht dicht genug beieinander dann. Warte mal, was nehmen wir jetzt? Nehmen wir es einfach mit die... Komm, Annäherungsbombe. Schauen wir mal, was die so bringt. Auch nicht so viel. Okay, 50 sind jetzt noch. Dann kommen da irgendwo welche tatsächlich. Na Mist, jetzt ist das 300. Die 300 mit der Ausweichrolle haben sich damit erledigt. Aber andernfalls hätten sie vermutlich auch die 300 mit dem Schaden sonst erledigt. Wie viele Kopfschüsse haben wir? Ah, das werden die 38 sein, oder? Jetzt bin ich schon wieder. Da ist das Bike. Okay. Haben wir hier noch irgendwas, was wir... Guck mal, dicht da hinten können wir nochmal zünden. Komm. Genau, sammelt euch da ein bisschen. Ach, waren fast zu wenig. Okay, und ich habe langsam keine Munition mehr. Zumindest nicht für die MP. So, haben wir euch noch. Okay, wie viel haben wir jetzt noch? 23 haben wir jetzt noch. Ja. Komm, genau. Nachladen? Achso, nachgeladen ist schon. Und komm, komm, komm. So, dann schnappen wir uns jetzt. Schnappen wir uns schnell das Bike, oder? Genau, drehen wir ein kleines Ründchen. Das gibt's doch nicht. Nein. Oh mein Gott, was war das jetzt für ein... Na gut, dann ist jetzt auch egal. Weil ich wollte eigentlich ohne Schaden machen. Aber daraus wird ja jetzt nichts mehr. So, komm, und du noch, hä? Verbrennst du dich selber vermutlich nicht. Ja, gut war das nicht. Also... Aber guck mal, knapp am Highscore vorbei. Ja, wir hätten's locker geschafft. Wir hätten's auf jeden Fall geschafft, wenn ich da jetzt mit dem Motorrad... Oder Silber hätten wir auf jeden Fall bekommen, wenn ich halt mit dem Motorrad da jetzt nicht so dumm runtergefallen wäre. Das war ja richtig unnütz gerade. So... Wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt genau, nehmen wir mal die beiden hier. Machen einfach mal zack und zack. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Bam. Jawohl, guck mal, 80 haben wir. Hier kommt... So. Ist halt blöd, dass sie jetzt natürlich gleich wieder wissen, wo wir waren. Hopp. So. Na gut, ohne die Ausweichrollen. Darauf konzentriere ich mich jetzt nicht. Jawohl, wieder 17 Stück. So, dann gucken wir mal, was wir hier so überall für tolle Fallen haben. Und dann zünden wir die einfach wieder nach und nach. Das funktioniert ja in der Regel ganz gut. Genau, lauf erstmal.
Zack. Auf da. Nimm die Money, genau. Und weiter geht's. Zack. Hopp. Genau, da erwischt es dann auch noch mal einige. Okay, und weiter, 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 weiter. So, Okay. Jetzt, genau, das Spike nehmen. In der Hoffnung, dass wir dieses Mal nicht ganz so dämlich hier runterfallen. Okay, sehr gut. Komm, komm, komm. Okay. Müssen wir gleich mal schauen, dass wir die kurz loswerden. Was passiert denn, wenn man die hier so... Guck mal, hier könnte man die theoretisch auch ein bisschen durchlocken, oder? Aber ich befürchte fast, dass das so nicht hinhauen wird. Wo kommt denn ihr alle her jetzt? Da kommt ihr her. Hm, natürlich nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Was sonst gibt es hier unten doch noch? Genau. Gucke mal, ich weiß schon. Ich hier könnten wir nämlich nochmal hochjagen. Stopp. Okay. Na, meine Lieben. So, komm, 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 genau. So, je mehr von euch schon mal fallen, desto besser. So. Wie viele sind es noch? 16. Okay, 16 sollten jetzt nicht so das große Problem sein. Okay, 11. 53, ja, das wird... Ich glaube, neuer Rekord wird auch eher schwierig. So, dann ihr beiden noch. Komm, und für dich. Jawohl. Ja, ach, gucke mal, jetzt 97.000, neuer Rekord. Das heißt 13.000 oder knappe 12.000 eigentlich nur noch, um Gold zu kriegen. Jetzt wäre natürlich nochmal super halt, wenn wir unnötiges Risiko noch mit dazu kriegen würden. Ja. Okay. Wie machen wir eigentlich, guck mal, wenn wir jetzt hier mit der Armbrust da reinschießen würden, was passiert denn dann eigentlich? Okay, die werden aufgescheucht. Ha! Okay. Und dann kommen sie gleich alle. Interessant. So, genau, ihr verbrennt dann jetzt mal alles schön. Das war jetzt gerade ein sehr, sehr großer Batzen. Was haben wir da fallen? Dann nehmen wir mal die Annäherungsbombe. Lauf, 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 lauf. Jetzt habe ich das wieder verkackt. Ich glaube ohne Schaden, das wird dieses Mal nichts.
Hier, guck mal, normale habe ich auch noch. Ja, darf jeder mal. Was hätten wir noch? Guck mal, eine Rohrbombe können wir noch. Na. Okay, hat sich das mit keinem Schaden auch erledigt. Komm, 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 lauf, lauf, lauf. Und dann, genau, werden wir jetzt mal wieder ein bisschen was sprengen. Dann fangen wir mal mit dir an. Und jetzt. Ja, komm. Ah, wenn wir die guten... Aber das nervt mich jetzt schon so ein bisschen, dass ich... dass ich da jetzt nicht... Komm, genau, sehr schön. Nochmal. Dass ich jetzt nicht diese ohne Verletzung oder ohne Schaden Dinger bekomme. Noch nicht mal eine davon, weil das wird halt auch dafür dazu beitragen, dass wir eben kein Silber kriegen. Naja. Wie gesagt, jetzt ist eh egal. Hopp. Was hätten wir noch, was wir hier nutzen können? Dich hätten wir nochmal. Ja. Ah. Hat eigentlich schon zu lange gedauert. Naja. Komm. Vielleicht können wir jetzt nochmal probieren auf Kopfschüsse. Ne, das bringt auch nichts mehr. Dafür sind es auch schon wieder zu wenig mittlerweile. Komm, jetzt nervt mich nicht. Komm, beenden wir das eben. Und wo noch? Na komm. Und wo noch? So. Machen wir es nochmal. Okay. Also das mit der Armbrust hätte jetzt nicht so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen wäre ich eigentlich glatt geneigt. Wie machen wir es denn jetzt mal? Gut, jetzt nehme ich einfach mal zack und zack. Und während die genau ihr Ding machen, zack, einfach mal reinwerfen da. So, gucke mal. Auf hier. So, und dann haben wir die Hälfte schon fast. So, und dann können wir genau einfach nochmal nur so zum Spaß ein bisschen mit der Armbrust schießen. So. Weil damit müssen wir eigentlich auch noch ein paar Kills machen. Ja, komm, nehmt ihr das nochmal mit. So, genau, verbrennt, verbrennt, verbrennt. So, dann. Ah. Ja, 30 hätte ich nochmal überstehen müssen, 30 weitere. Komm, auf. Hopp. Und... Ach Gott, komm. Okay. Hopp. Na, ah, verdammt, jetzt wurden wir auch noch... Jetzt wurden wir auch noch verletzt. Ja, komm. Und lauf. Okay.
Ja, das war's. Wir sind tot. Wir sind tot. Ich würde sagen, das war nichts. Ach, schade. Aber ich weiß, was wir jetzt mal machen. Bevor wir... Ich meine, es hat ja gut angefangen. Wir haben ja super viele auf einen Schlag erledigt bekommen eben. So, stellen wir das Bike jetzt mal hier hin, dass wir dann auch abhauen können damit. So, und dann schauen wir jetzt hier oben nochmal eben bezüglich... Weil ich meine, dass hier oben irgendwie auch noch Muni drin gebunkert ist. Na, eine andere Waffe hätten wir zum Beispiel noch. Was haben wir da noch drin? Ach, Deacon, mach doch einfach die Kiste auf. Ich will jetzt auch schon die Muni da rausnehmen. Oh, wow, das war ja verschwendet. Okay, dann machen wir das gleiche Spiel wie eben einfach nur noch einmal. So, machen wir zack. 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 Und euch nochmal mit rein. So. Okay. Guck mal, haben wir schon mal über die Hälfte? Okay, komm rauf und... Na, verdammt. Da habe ich jetzt zu lange gezockt da drauf. Okay. Aber wir haben halt jetzt auch einen riesen Multiplikator, muss man dazu sagen. Ja, super, und das ist jetzt auch weg. Das Dumme ist halt mit der Armbrust, da muss auch tatsächlich jeder Schuss sitzen. Weil sonst schaffen wir diese 15 Stück halt nicht. Und ich habe jetzt schon einen daneben gesammelt. Aber vielleicht können wir nochmal versuchen, ein bisschen auf Kopfschüsse zu gehen. Das ja. Müsste eigentlich auch noch drin sein. So, gucke mal. So. Ja. Hopp und zack. Ah, guck mal, so kann man es eigentlich... Na, man muss halt auch treffen. Ja. Und nach Möglichkeit nicht umgebracht werden. Das wäre halt auch noch so ein Ding. Na. Oh, fuck, fuck, fuck. Nein, Aber guck mal, der Anfang war gut. Ich wollte nur nochmal zu viel und bin deswegen getroffen worden. Deswegen machen wir es jetzt nochmal so. Ja, also einmal machen wir es jetzt noch. Einmal will ich das jetzt noch machen. Und dann schauen wir mal, was da rumkommt. Weil der Anfang, der ist richtig gut. Wir metzeln da richtig viel weg auf einem Schlag. So. Okay, genau. Nehmen wir erstmal die drei. Dann werfen wir die... Genau, die Dinger rein und dann schießen wir noch das, das Fass weg. Zack, zack, zack. Und dann hier, komm. Und dann, genau, guck mal, eine Granate hätten wir auch noch im Angebot. Okay, gucke mal. Sind wir auch schon wieder über 170? Okay, komm. Jetzt erstmal aufsteigen. Ach komm, warum?
Ach mein Gott, ich war doch schon so weit von ihm weg. Ne, komm, da starten wir direkt nochmal neu. Da starten wir direkt nochmal neu, weil das akzeptiere ich nicht, dass der mich da bekommt. Das wollen wir nicht. So, komm nochmal. Müssen wir es vielleicht noch weiter wegstellen, dass ich noch mehr vor den abhauen oder weglaufen muss. So, vielleicht, genau, ich nehme jetzt auch nochmal das große Gewehr. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen besser dafür. So. Okay. Was ich auch nochmal mache. Ich leg jetzt dann auch. Machen wir mal hier. Und hier. Und nochmal so eine Annäherungsbombe. Und zack. 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 Ah. Genau, komm. So. Na, das Dumme ist, jetzt habe ich dieses Fass nicht erwischt. Okay, jetzt lauf einfach. So, komm. Jawohl. Genauso will ich das. So, und dann fahren wir jetzt erstmal ein Stück. Dann sollen die uns erstmal verfolgen. So, die werden jetzt natürlich auch so ein bisschen querfeld einlaufen, oder? Genau, guck mal, die laufen sogar da dran vorbei. Das ist halt die Frage. Das bringt eher nichts, wenn ich den zünde. Ja. So, komm, komm, komm. Genau, fahren wir erstmal wieder. Upp. So, das Dumme ist halt, wenn sie uns einmal gesehen haben irgendwie, dann wissen sie eigentlich auch immer gleich, wo wir sind. Die verfolgen uns dann halt auch immer schön über den gesamten Bereich. Okay. Okay, jetzt kommt sie daher. Okay. Sehr gut. So, dann verschwinden wir jetzt erstmal wieder von hier. Das Dumme ist halt, die fächern sich dann natürlich auch immer so auf. Und dann kriegen wir die halt nur viel, viel schwerer. Mein Gott, sterb halt! Ja, komm. Müssen wir das Bike jetzt gerade mal aufgeben. Was haben wir noch? Wir haben noch so eine Annäherungsbombe hätten wir noch. Komm, jawohl. Munition brauchen wir. Und ihr lauft jetzt natürlich nicht nah genug. So, aufpassen. Okay, 46 haben wir jetzt noch. Puh, okay, ein paar Kopfschüsse wären vielleicht nochmal ganz gut. Aber vielleicht wäre auch gut, genau, wenn wir euch dann nochmal wegbekommen. So. 23 noch. Okay. Jawohl.
Oh. Okay, so. Wir haben halt nur noch ihren neuen übrig. Komm, du und du und du. Du. Und du bist der Letzte. Das reicht. Okay. Ah, für Gold hat es nicht gereicht, aber 134.000 Punkte. Wir haben 2-mal Gold, 1-mal Bronze. Ich glaube, 165.000 braucht man für Gold, hä? Ja, aber wir haben meinen Highscore mehr als verdoppelt. Oder, ja, und nee, doch nicht mehr als verdoppelt, aber ungefähr verdoppelt, ein bisschen weniger. Ich bin aber zufrieden damit. Grundsätzlich. Bolzenprofi ist so ein bisschen eine komische Herausforderung irgendwie. Da, weiß nicht, da musst du die Bolzen halt erstmal irgendwie haben. Und auch die Zeit dafür. Genau, in der Schussbahn, ja gut, mehr Kopfschüsse, hätte man nochmal drauf gehen können. Aber, ja, insgesamt bin ich ganz zufrieden. 2-mal Gold haben wir gekriegt, wird ohne verletzt zu werden, das ist schon mal gut. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir sind für heute erstmal wieder durch. Genau, hier kommen Banden, tun wir es und dann schauen wir mal, was kommt dann morgen. Welche Herausforderung kommt morgen? Morgen machen wir dann, ja, Spiel. Genau, das sieht wieder nach einer Bike-Herausforderung auf. Die habe ich sogar schon auf Gold. Hole und setze Überlebende ab. Tote fahre nicht. Da habe ich auch schon genau 3 Nebenherausforderungen auf Gold. Nur eine auf Silber, also 9 glückliche Überlebende absetzen. Na gut, schauen wir uns das Ganze morgen mal an. Leute, ich bedanke mich dann erstmal wie immer fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.